Willkommen zu einem neuen Vlog. Wir sind gerade am Rhein spazieren. Und wir haben schon fast 18 Uhr. So schaut es jetzt hier aus. Wir haben gerade hier so ein Dingsrennen gemacht. Mit Stöcke. Und geguckt, welcher schneller schwimmt. Wir haben das da reingeschmissen. Oh, ja. Möwen! Wir haben das da reingeschmissen. Und so sieht das aus. Genau. Das ist meine Schuhe. Und ich zeige euch gleich mal mein Outfit. Ich habe ja lange nicht mehr gevloggt. Jan, du darfst nicht so sehen. Er möchte gesehen werden. Also er möchte gezeigt werden, aber er darf leider nicht. Hallo! Ja, das ist mein Outfit. kann ich jetzt nicht... Obwohl doch, die Jacke ist von Oceans Apart. Die Jacke hier, die ich habe, die ist von H&M. Dann, die ist hässlich. Dann hier meine Tasche H&M. Das ist von auch von H&M. Und Schuhe sind die Air Force One. Und oh, darunter habe ich einfach so einen Top in Schwarz. Alles hässlich. Wir gehen jetzt gleich noch in die Stadt, weil ich muss noch zu DM. Und weil ich brauche Creme, meine Gesichtscreme ist leer und ich weiß halt nicht, welche ich holen soll. Also könnt ihr mir vielleicht welche empfehlen? Jan! Boah, mein Bruder geht mir so auf die Nerven. Kennt ihr bestimmt, Geschwister. Ja, also könnt ihr mir gute Cremes empfehlen fürs Gesicht, dann schreibt es mir in die Kommentare, weil ich bin sehr dankbar. Hi Leute, ich bin jetzt wieder back at home und ich wollte euch zeigen, was ich bei der M gekauft habe. Weil ich habe euch ja gebeten, dass sie mir, upsala, dass sie mir eventuell, Moment, ich muss euch irgendwie hier abstellen, ich mir jetzt diese Creme hier geholt. Das ist die BB schön matt mattierende Pflege mit grünem Tee. Das ist halt für Mischhaut. Weil ich weiß halt nicht, weil irgendwie habe ich, also bin an der Nase, also an der T-Zone, bin ich halt ölig. Oder ja, keine Ahnung, und halt an den Wangen und so. Der Rest ist halt trocken bei mir. Und was ganz Besonderes, was ich schon lange, lange gesucht habe und gewartet habe, dass es endlich in Drogeriemärkten halt rauskommt. Und zwar sind das die von BH. Das ist einmal die Hawaii-Palette. Die sieht so aus. Mache ich mal kurz auf. So. Was ich nicht gut finde, dass sie keinen Spiegel hat. Weil ich finde, eine Palette muss einfach einen Spiegel haben. Naja, so das ist nicht gut, BH. Aber sonst, ja, finde ich diese Töne richtig, richtig schön. Und das ist einmal hier die Los Angeles-Palette. Richtig, richtig schön mit den Palmen und hier mit der rosa Schrift. Wow. Und so sieht die aus mit diesem Walk of Fame. Oder nennt man das so? Doch, Walk of Fame, ne? Dieser Stern, BH. Voll cool. Ja, und so sieht die aus. Die ist halt so bunt. Ja. Hi Leute, guten Morgen. Wir haben jetzt den nächsten Tag. Und bei mir ist heute meine Glossy Box angekommen. Und ich habe die schon aufgemacht. Und ich muss sagen, ich habe ein bisschen da gespingst. Und ich habe euch hier auf ein Stativ, damit ihr mich besser sehen könnt. Das habe ich so ganz lauter vieler Gutscheine bekommen. Also nichts Besonderes. Es öffnet, sieht das so aus. Und ich mache das mal kurz auf. Auf jeden Fall ist als erstes hier dieses Glossybox-Magazin von dem Monat Februar drin. Und zwar ist das eine Mascara. Und zwar hier eine. Die ist von der Marke Manakada Beauty. Flutter Mascara Originalprodukt und die kostet 16 Euro. Da sind jetzt 10 Milliliter drin. Und ich finde die Verpackung voll schön. Die ist halt so rosa. Und da steht jetzt nicht, dass das Produkt vegan ist oder so. Aber ich vermute. Ja, auf jeden Fall sieht die so aus. Spiegelt ein bisschen, sorry. Aber so sieht die aus. Und wenn man das Ganze öffnet, ja. Also die hat wirklich eine sehr fette Sanduhr formende oder Form, Sandformförmige, ich kann nicht mehr reden, Bürste. Ja, und da steht, dass man damit halt super einfach die Wimpern halt tuschen kann und auch alle Härchen ja, sozusagen von der Bürste ja, mitgenommen werden, sag ich mal so. Und zwar ist das von Avant Skincare. So sieht das aus. Und zwar ist das ein Velvet Perfecting Rose Sugar Lip Scrub. Und ratet mal, wie teuer der ist. Der kostet einfach 64,65 Euro für 10 Milliliter. Das ist so eine kleine Tube, also im Gegensatz zu meinem Kopf. Ist echt krass.
Und das ist ein Originalprodukt. Ja. Aber da steht, dass er halt die Lippen halt, ja, scrubben soll, beziehungsweise voll weich machen soll und so. Und ja, gut durchblutet werden die Lippen dadurch. Und zwar ist das ein Guava-Stein. Und zwar finden wir das hier. Und auch Packaging finde ich voll schön. Ja, da steht drauf Glow On Fifth Beauty Rose Gua Sha Facial Massage Beauty Tool. Das ist halt ein Beauty Tool. Und ich wollte mir mal das bestellen, aber ja, jetzt ist das halt in meiner Glossybox drin gewesen. Und hier kann man sich auch so ein Video anschauen, damit man weiß, wie man das halt anwenden soll. Ja, also das soll halt die Durchblutung und die Lymphe fördern, beziehungsweise halt, ja, die Durchblutung fördern. Und ich öffne das mal. Und zwar sieht das so aus. Und das, ich muss sagen, es fühlt sich ein bisschen so nach Plastik an, also so Billo. Aber das soll halt 10 Euro kosten, dieser Gua Sha Stein. Das ist auch ein Originalprodukt. Und ja, also man macht das so. Und man soll das auch auf der gereinigten Haut anwenden. Also keine Sorge, meine Haut ist gerade gereinigt, aber ich wollte euch das gerade so zeigen. Und man soll auf keinen Fall diese Zacken hier benutzen. Also man soll das so machen. Und ja, das nächste Produkt ist ein Shampoo. Und zwar ist das das hier. Obwohl, das ist kein Shampoo, das ist eine Creme, was man sich in die Haare macht. Das ist von Fructis eine Creme. Und das ist für trockenes, widerspenstiges Haar. Und das ist halt Pflege fürs Haar. Und da stehen halt ganz, ganz viele Sachen drauf, wofür das ist. Also das ist Silky and Shiny 10-in-1 Cream, All-in-1 Leave-in Cream, also das mit Leave-in Cream. Und das soll Hitzeschutz bis zu 230 Grad beinhalten, Anti-Frizz, Anti-Luftfeuchtigkeit, bändigt, spendet Feuchtigkeit, gibt Glanz, repariert, Anti-Haarbruch, Anti-Spliss, beschwert nicht. Ja, auf jeden Fall diese 10 Sachen sind hier oder soll das Produkt versprechen. Mal gucken, also ich werde es auf jeden Fall testen und euch dann auch berichten. Das kostet 4,95 €. Genau, und davon gibt es auch noch so ein Shampoo. Aber ich habe halt jetzt hier diese Leave-In-Cream bekommen. Und ja, als nächstes habe ich dann einmal noch das hier bekommen. Und ich glaube, das ist auch das letzte, ja. Also dann ist die Box hier leer. Und genau, das ist von Shavins Overnight Boost Serum. Finde ich voll interessant. Da sind so 3 Serien drin und das ist auch vegan. Und das kostet 2 Euro und ist auch ein Originalprodukt. Und das sind 3x 1 Milliliter drin. Ja, ich würde sagen, jetzt geht's weiter mit dem Vlog. Hi Leute, ich gucke jetzt gerade Germany Next Topmodel. Ich kann es nicht aussprechen, ich sage einfach GNTM. Ja, das kommt gleich in 15 Minuten, fängt das jetzt gleich an. Und genau, morgen treffe ich mit einer Freundin oder mit 2 Freundinnen. Und genau, wir machen morgen Bilder, Videos drehen wir, deswegen könnt ihr auf Videos gespannt sein. Wird auf jeden Fall richtig, richtig spaßig und ja, freue mich schon mega drauf. Und ja, auf jeden Fall machen wir dann auch TikToks, mal gucken, aber Bilder wollen wir auf jeden Fall machen, also so Shootings. Und sorry für die Geräusche, aber ich bin gerade im Wohnzimmer und meine Eltern sind da noch mit meinem Bruder. Ja. Auf jeden Fall, ich wollte sagen, ich habe mir gestern mal wieder was bei Shein bestellt. Und das zeige ich euch dann, wenn es angekommen ist. Also ich habe mir so LED-Lichter geholt, die man so an der Wand kleben kann, kennt ihr bestimmt. Und genau, die habe ich mir geholt. Dann auch noch eine Kette, wo Babygirl draufsteht. Und dann noch so ein Neon-Sign, was man sich an die Wand machen kann. Das ist halt so ein Blitz in Blau. Das gab es auch noch in Gelb. Aber das seht ihr dann alles in einem Haul, in einem Vlog mit integriert oder halt als Video. Mal gucken. Aber das sind halt nur 4 Sachen. Deswegen lohnt es sich nicht, darüber ein Video zu machen. Aber ja, auf jeden Fall warte ich jetzt, bis GNTM anfängt. Und genau, schaut ihr das? Schreibt es mir in die Kommentare. Also ich gucke das ja schon, seit ich klein bin. Hi Leute, ich wollte mich bei euch melden. Ich habe es total vergessen. Aber wir sind jetzt hier in so einem Park. Was, Alicia? Ja, auf jeden Fall machen wir jetzt Bilder und ich habe hier mein Stativ auch schon parat. Und ja, jetzt werden wir uns irgendwo einen Platz aussuchen, wo wir Bilder machen. Ich würde sagen, ich werde mich später.
Okay. 10 Sekunden. Ja, 9. Hi Leute, ich melde mich mal bei euch und wie ihr gerade seht, die Rouladen sind schon zu. Das heißt, wir haben schon Abend, wir essen gleich Pizza zum Abendessen, also es gibt gleich Abendessen schon bei uns. Und ja, ich habe heute eigentlich nur gelernt, Hausaufgaben gemacht, hatte Videokonferenzen heute und okay, nur eine. Aber ja, und ich habe morgen auch echt viel zu tun. Aber ich wollte an dieser Stelle den Vlog beenden, weil ich habe mich, glaube ich, wenn ich jetzt mal so überlege, ich glaube, ich habe mich zuletzt gemeldet, wo ich mit meiner Freundin draußen Bilder machen war. Und genau, deswegen abonniert mich, ist kostenlos und ihr tut was Gutes damit, Support ist kein Mord. Und genau, gebt auch einen Daumen nach oben, falls es euch gefallen hat und ihr mehr solcher Vlogs sehen wollt und Videos. Und genau, ihr könnt mir auch sehr gerne Videowünsche in die Kommentare schreiben. Schaue ich mir sehr gerne an und freue mich auch drüber, was ihr halt so sehen wollt. Und genau, folgt mir auch auf Instagram, da bin ich auch jeden Tag aktiv drauf. Und ja, dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Ciao!